Dafür hatten wir von vornherein überall Fließbänder rum. Die Ressourcen waren einigermaßen gut verteilt. Ich musste weniger von Hand irgendwo rein- und rauslegen. Es war nur nicht ausgelegt für die Substations. Also ich denke, wenn wir irgendwann nochmal neu anfangen sollten, wegen DITEC 5.0 oder was auch immer, gehe ich wieder auf das Konzept zurück. Also ich suche mir vorher ein Muster aus, was die Substations beinhaltet. Also dass man langfristig auf Substations umschalten kann, ohne hier großartig umzubauen. Was aber auch so eine kleine Module hat oder Blöcke hat, wo dann die Fabriken reinkommen, die am Anfang mit Fließbändern laufen, die die Rohstoffe auch mit Fließbändern angeliefert bekommen und dann später einfach die Fließbänder abgerissen bekommen und stattdessen die Kisten hin. Ah, das war echt ein bisschen nervig, jetzt die letzten Folgen hier immer hin und her zu laufen und Micromanagement-mäßig hier alles hin und her zu verschieben, damit ja jeder genug Ressourcen bekommt und so. Das ist bäh. So, da. So, wie... Was? Gib mir die da, die waren für was anderes gedacht. ich wollte noch 6 rote Chips, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rote Chips. Dann kann ich den Roboport bauen. Was? Also ja, ich könnte ihn jetzt schon bauen, dann kommt das ins Rezept mit rein. 45 Eisenzahnräder. Ja, nee. Bau. Gib mir Eisenzahnräder. So, jetzt bau den Roboport. Gut, und während der Roboport gebaut wird, laufe ich mal ganz kurz da unten hin. Da soll nämlich eine Lücke im System sein. Also eine Lücke im Mauersystem. Und das ist ja nicht so schön. Also nicht direkt zu uns. Das sollte dicht sein, genau. Aber weiter unten. Das heißt, es könnte sich dann da jemand reinschleichen in das Gebiet hier. Wobei das Gebiet eh... Das ist gar nicht mehr so offen. Stimmt. Also dadurch könnte sich jemand reinschleichen. Ich denke aber, die Beißer hätten sich durch den Baum beißen müssen, der hier im Weg ist. Und dann hätten wir ein Alarmsignal bekommen. Aber dennoch. So ist besser, ne? Gut. Wir hatten aber immer noch keinen einzigen Angriff. Was gut ist, weil das artet ja doch langsam ein wenig aus hier. Aber ich habe ein gutes Gefühl, was... das LP jetzt angeht, also diese Staffel, vor allem was die Ressourcen angeht, weil wir halt so viel am Anfang uns schon geschnappt haben. Also das Kupferfeld hier wird eine ganze Weile reichen, wir haben da oben noch ein riesiges Kupferfeld, wir haben da unten das Eisenfeld. Was ein bisschen problematisch sein könnte, ist später noch mehr Eisen zu bekommen, wenn die erstmal alle sind. Weil hier sind überall schon Basen und wir haben momentan noch keine Möglichkeit, die Basen zu zerstören. Was ich eigentlich machen sollte, was aber schmerzhaft werden könnte, ist, ich sollte eine feindliche Basis mal näher angucken. Also was für Beißer es inzwischen gibt, ob es schon Medium-Beißer gibt oder sogar Big-Beißer oder nur die Kleinen. Weil wenn es nur die Kleinen gibt, dann könnte ich versuchen, mit einer Combat-Shotgun, die wir bald beforschen könnten, eine Basis zu zerstören, zusammen mit Granaten und vielleicht ein, zwei Türmen oder so. Das wäre irre praktisch, wenn wir die frühzeitig wegmachen würden, die Basis, um dann noch mehr Raum für uns in Beschlag zu nehmen. Aber da schauen wir dann. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne meinen Roboport gesetzt. Und zwar so, dass die Fabriken alle drin sind, aber auch die zukünftigen. Also möglichst viele zukünftige Fabriken. Du bist jetzt richtig gesetzt, ne? Ja, ich hasse dieses, dass die nicht einheitlich gesetzt werden, sondern mal so. Und man nicht wirklich sehen kann, auf welchem Feld die stehen. Das erinnert mich zu sehr an die DITEC-Gebäude, diese alten, die denn 9x9 waren, man sah aber nur 2x3 und da mussten die Kisten ganz komisch stehen und die Ärmchen und was weiß ich. Total hässlich. So. Also, zeig mal her. Wo wäre jetzt der eigentliche Substation-Dingens? Da so drauf hatten wir damals, ne? Da wären alle Kisten drin. Und das ist okay. So, du kommst jetzt mal da rein. Ein, was? Roboport UV Danger.
Achso, es wird wieder ein Sponsorname sein von Factorio. Ja, sehr schön. Also wir haben einen Roboter. Wir haben noch keine. Was? Noch keine Kisten. Ich dachte, durch die Roboterforschung hätten wir. Ah, da. Ich wollte schon sagen. Bauen wir davon ein paar. Provider Chests. Die Provider Chests sind die Kisten da. Und da und da und da. Also ich hätte gerne eine Provider Chest für. Für Draht. Ja, ich weiß, das ist lächerlich. Nee, für Draht will ich das nicht. Aber für. Machen wir für grüne Chips. Und für. Ärmchen zum Beispiel. Du da. 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 Die Grünträge staunen sie immer noch nicht. Das ist Hammer. Einfach nur Hammer. So, du das da. Du baust bitte die. Du kriegst noch mehr. Also es kommen jetzt 36 rote Chips. Das sind keine 36 grünen, hellblauen Tränke, sondern wir brauchen ja auch noch die grünen Ärmchen. Und die grünen Ärmchen brauchen nur grüne Chips. Her. Gucken wir das da her. Zu die da rein. Wobei das echt der kürzeste Flug ever wäre. Ja, komm, mach daraus eine Provider Chest. Das klappt hoffentlich soweit immer noch. Oh, das ist ja noch schicker. Wenn wir jetzt die Grünärmchen mit einer Logistikkiste vernetzen, dann können wir Conditions machen, die gar nicht nur auf die Kiste bezogen sind, sondern aufs gesamte Netzwerk. Das heißt, es würden nur Sachen jetzt da reingelegt werden. Also wenn ich das hier unten einstelle. Es würden nur Sachen in die Kiste eingelagert werden, wenn im gesamten Logistiknetzwerk Ressource X nur zu Y vorhanden ist. Praktisch, praktisch. So, Tränke kommen, ist okay. Eisen? Irgendwas Eisenartiges ist ausgefallen, kann das sein? Naja, es sieht noch so langsam aus. Ah ja, du bist ausgefallen, okay. Das heißt, wir setzen hier oben noch einen drauf. Noch einer wir haben kein Schmelzen. Bau bitte so ein Steinding. Dahin. Strom dahin. Du kriegst gleich Duschmodule, genau. Und du kriegst ein Stack. Ja, eigentlich Fuel Blocks, ne? Was soll's? Du da. So. Kulusch ist immer noch okay. Das da ist nicht ganz so schön. Also wenn sich das noch einen Ring ausbreitet, dann könnte es die Basis schon berühren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Deswegen euch, oder? Wegen den Boilern hier. Pollution 7,9. Was? Habt ihr so eine komische Zahl? 7.92308? Ernsthaft? Ja, das zieht alles nach da, weil der Wind nach da pustet. Könnte der Wind bitte drehen? Oh, warte mal, wir haben noch ganz viele. Gib mir mal. Da, Rubber Tree Seed Dinger. Oh, der Wind ändert sich jetzt echt die Richtung. Nach Nordwesten, was nicht gut ist. Komm, puste weiter nach Norden, schön da Richtung See. Du willst den ganzen Smog zum See tragen, damit wir fünfäugige Fische bekommen. Das verändert sich aber nicht instant hier. Oh ja, Wind pustet jetzt nach Norden. Oh, Kacke. Wenn der Wind jetzt warum auch immer nach Ost-Südost pusten würde. Ja, fast Südosten. Ja. Wenn er nach da pusten würde und wir jetzt diese drei Blöcke nach da erweitern, dann ist es auf der Basis drauf. Nicht gut. Echt nicht gut.
ich lasse trotzdem mal hier so einen kleinen Wald. Ich hoffe, der hilft so ein bisschen, das in die Richtung schon mal abzuschirmen. Und dann du willst mich ärgern, oder? Jetzt pustet er echt nach Osten. Aber das Ding verändert sich nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Ausbuchtung nach da wegen dem Wind ist. Oder einfach nur wegen den ganzen Boilern. Ne, wahrscheinlich wegen den Boilern. Ne? Jetzt pustet er wieder nach Nordosten. Also es könnte ein Faktor werden, wenn wir später mehr Pollution produzieren. Dass je nachdem, in welche Richtung der Wind gerade pustet, denn die Basis von da aus uns eher angreift, weil sie mehr Smog abbekommt. Aber es verändert sich nichts hier auf der Karte, was sehr irritierend ist. Aber es könnte daran liegen, dass wir noch nicht genug Smog haben. Also, ihr wisst, was ich meine. So, und ich mache jetzt mal Forschung an. Und zwar hätte ich gerne das da erforscht. So, jetzt werden die Tränke alle verballert und dann haben wir gleich keine hellblauen Tränke mehr. Du... Da. Gib mir die. So, ich hätte gerne mehr Batterien dafür. Ich hätte gerne die ganzen grünen Chips, um Lämpchen herzustellen. So. Und dann stelle ich selber auch noch grüne Lämpchen her. So, dann kann das Ding da oben schon mal anfangen zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele noch fehlten. 80 oder so. Auf jeden Fall eine Menge. Stahl brauchst du auch noch. Rote Chips brauchst du auch noch. Rote Chips brauchen grüne Chips. Und das da und das da. Ist aber auch machbar. Stahl, 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 Stahl. Und es verändert sich echt nichts beim Smog. Sollte ich trotzdem in den nächsten Folgen im Auge behalten. Also, die nächsten Folgen... Smog im Auge behalten. Vielleicht noch irgendwo was reduzieren. Und dann weiter micromanagen, dass ich genug hellblaue Tränke bekomme, um das da zu erforschen. Und sobald das da ist, kriegen wir jede Folge ein paar Roboter mehr dazu. Wir kriegen jede Folge ein paar mehr von den Logistikkisten und dann sollte es nach und nach reibungsloser laufen. Und dann wollte ich mich auf den Strom konzentrieren. Werde ich auch. Ich sollte aber parallel dazu auch in Richtung Waffen gehen. Weil wir haben immer noch keine Combat Shotgun. Wir haben immer noch keine Granaten. Also wir haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie die Basis zu zerstören. Und ich würde echt gerne irgendeine richtig kleine Basis zerstören, um an die Alien-Artefakte zu kommen. Weil wir werden sehr bald Alien-Artefakte brauchen für die ersten besseren Forschungssachen. Wie zum Beispiel die Piercing-Shotgun-Ammo. Also diese rosa-lilane Ammo, die wir recht lange benutzt haben. Das wäre sehr praktisch. Dann steht eigentlich noch das mit den Flüssigkeiten auf dem Programm. Aber das würde erstmal dauern zu erforschen. Und wir müssten dafür friemeligen Platz haben. Und wir sollten das Muster erstmal wirklich fertigstellen. Und sagen, jupp, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so. Dafür bräuchte ich aber erstmal die Substations. Die Substations bräuchten auch hellblaue Tränke, ne? Ja, 100 hellblaue Tränke. Das heißt, das kann ich erst machen, sobald die Roboter da sind und das hier alles ein bisschen reibungsloser läuft. Weil, ne? Ihr seht ja, was ich hier machen muss. So, laut. Rote Chips da. So, 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 so. Ein hellblauer Trank. 8 hellblaue Tränke. Oh Gott. Na gut, ich speichere jetzt ab. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Ich hoffe, das klappt langsam alles. Bis gleich.